Hallo zusammen, heute zeige ich euch die Demontage und Montage der Kurbelwellenlager an der Sachs Kurbelwelle. Grundsätzlich braucht ihr hierfür einen Abzieher, wir haben den in der Form oder es gibt noch den universellen, wo wir die verschiedenen Schalen haben zum Aufsetzen. Beides funktioniert schlussendlich genau gleich. Was mache ich als erstes? Als erstes nehme ich mit einem Schraubenzieher die Lagerringe, die Käfige von den Innenringen weg. Wenn ich die nochmals verwenden würde, dürften die nicht vertauscht werden. Wenn ich sie eher setze, dann ist das kein Problem, wo ich die hinlege. Dann als nächstes bereite ich mir kurz vor, was ich alles brauche. Ich setze schon mal vorab die Wellenschutzhülse auf. Anschließend drehe ich mal den Abzieher irgendwo auf die Höhe, wo ich ihn brauchen kann. Das Ziel ist, dass man hier mit diesen Madenschrauben hier auf der Laufbahn des Innenringes aufsetzen kann. Dadurch, dass die Madenschrauben weicher sind als der Innenring, würde der Innenring nicht beschädigt werden, wenn man den nochmals verwenden würde. Dann am einfachsten zum Arbeiten geht es immer, wenn man irgendwie solche Holze hat. Man kann das auch im Schraubstock machen mit Aluminiumbacken, das geht natürlich auch. Nun als nächstes wärme ich den Innenring mit dem Heißluftföhn leicht auf, damit sich dieser aufdehnt. Durch die Dehnung kann man diesen nachher einfacher abziehen. Selbes Prinzip zum Aufziehen, einfach umgekehrt. Der Innenring sollte etwa 80 bis 90 Grad haben. Einfache Prüfung, ein bisschen Spucke auf den Ring und wenn das leicht blattert, kocht, schlussendlich ist das gut. Nun nicht mehr zu viel Zeit verlieren, Abzieher aufsetzen, hier einfach leicht anschrauben. Da muss nicht zu viel Druck drauf sein, sondern einfach ein bisschen, damit das sauber hält. Nun kann ich mit dem Abzieher den Innenring relativ einfach und sicher ab der Kurbelwelle abziehen, ohne dass diese beschädigt werden. Hier haben wir nun die Distanzscheiben drauf. Die lege ich mir mal so zur Seite. Selbes Spiel auf der anderen Seite. Und das Ganze abziehen. Um die neuen Lager zu montieren, gehe ich immer folgendermaßen vor. Ich kontrolliere als erstes, dass ich hier nirgends irgendwelche Brauen habe auf der Kurbelwelle. Allenfalls darf ich auch mit ein bisschen Poliertuch diese Lagersitze ganz kurz abziehen. Hier nicht zu viel, dass der Lagersitz irgendwie zu lose wird, aber einfach um leichte Brauen zu nehmen, ist das natürlich erlaubt. Dann als nächstes bereite ich mir die Welle schon mal vor zum Aufpressen. Ich nehme hier zwei Holzklötze. Ja, ganz wichtig, dass man immer mit der Zwischenplatte arbeitet. Die kann ich zwischen die Kurbelwelle legen. Und so kann ich hier wirklich auch Druck drauf geben. Ich darf so auch mit dem Hammer draufschlagen. Was verboten wäre oder ist, ist so auf die Kurbelwelle zu schlagen. Die Kurbelwelle würde sich verbiegen. Lege ich hier mal eine Seite 1 mm auf. Hier wichtig, wenn ihr Originalkurbelwellen habt, könnt ihr 15er Distanzscheiben nehmen. Wenn ihr Nachbauwellen habt, könnt ihr 16er als erstes nehmen, weil die Wellen haben hier immer einen leichten Radius und eine 16er Distanzscheibe, die kann sich sauber auszentrieren, damit hier keine Differenzen entstehen. Ich setze das mal so zusammen, wie wir das Kurbelwellenlagerspiel genau einstellen und ausmessen, seht ihr dann im nächsten Tutorial hier oben eingeblendet. Hier geht es mal nur rein um die Montage. Scheibe drauf, dann als nächstes nehme ich den Lagerring. Mache den auch wieder ein bisschen warm, 80 bis 90 Grad. Hier wirklich wichtig, dass er nicht zu warm ist. Also wenn der Lagerring dann plötzlich farbig angelaufen ist, war es zu viel. Wirf das Lager weg, dann kannst du das nicht mehr gebrauchen.
Nun, wenn das gut geklappt hat, nehme ich hier ein Röhrchen, lege das Ganze drauf. In der Regel sollte das jetzt bereits runterfallen. Wenn nicht, kann ich da, ihr seht, es fällt schon runter. Ein leichter Schlag hinten rein, damit sich das Ganze setzt. Kurz warten. Und schon ist das Ganze montiert. Selbes in Grün auf der anderen Seite, auch hier wieder. Ich habe hier ein paar Distanzscheibchen von meinem Übungsmotor. Ich lasse hier mal eine weg fürs nächste Tutorial zum Ausdistanzieren. Auch wieder da, Lagerin warm machen. Ansetzen, aufsetzen, nachschlagen. Et voilà. Zu guter Letzt kann ich nun die Lagerkäfige aufsetzen und somit haben wir bereits die Kurbelwellenlager aufgezogen. Wichtig ist hier zu beachten, es sind ein bisschen Erfahrungswerte, was nehme ich denn jetzt für Scheiben? Bei Sachs weiß ich grundsätzlich mit einer 0,45 mm Dichtung eine Seite 1,2 mm, andere Seite 1,1 mm. Zum Starten. Alles Weitere seht ihr im nächsten Tutorial. Bis bald. Tschüss!